Guten Abend, meine Damen und Herren. Es begrüßt Sie der Club 3. Das sind wir, Kurt Seinitz von der Kronenzeitung, Evelyn Peternell vom Kurier und Franziska Tschinderle vom Profil. Grund ist das Thema Ukraine, Ukraine-Krieg und die Folgen. Und wer könnte da kompetenter sein, den wir als Gast eingeladen haben, als Christian Werschütz vom ORF. Ich möchte gleich beginnen mit einer Frage an den Christian. Wann hat Putin genug? Wann hört er auf? Christian Werschütz berichtet seit 3 Monaten aus einem Krieg, der eigentlich 3 Tage dauern sollte. Und wenn Putin auch noch so oft erklärt, es ist alles nach Plan, es läuft nicht nach Plan. Der Plan A, nämlich kurz im Handstreich Kiew, Regime-Change und so weiter, ist fehlgeschlagen. Dann kam vermutlich der Plan B, dann Plan C und vielleicht sind wir jetzt beim Minimalziel des Korridors von der Ostukraine zur Krim. Die Frage ist, wie geht es weiter? Weiß natürlich niemand, aber Christian Werschütz hat als Zeitzeuge seit 3 Monaten Einblick in das Geschehen dort. Seit 2, 3 Tagen läuft wieder eine Offensive im Osten. Was halten Sie davon? Was hältst du davon? Also man muss, glaube ich, davon ausgehen, dass das, was jetzt in der Ostukraine passiert, das Resultat einer geänderten Angriffsstrategie ist. Diese Angriffsstrategie hat sich eigentlich zurückbesonnen auf die klassische sowjetische Militärdoktrin mit massivem Artilleriefeuer, massiver Artillerieunterstützung, derartige Angriffe vorzubereiten, den Gegner dort, wo er am schwächsten ist, sturmreif zu schießen. Das wäre in dem Fall die Territorialverteidigung, die diese starken, kampferprobten ukrainischen Einheiten unterstützen soll und dann vorzurücken. Und das sehen wir, dass das im Rahmen dieses Bereichs in der Ostukraine, wir reden da von den letzten ukrainischen Bastionen im Landkreis von Lugansk, das ist also Severodonetsk und diese Luhansk, durchaus Früchte trägt, militärisch gesehen. Und dass hier eigentlich, wenn es die Ukraine nicht schafft, entweder den Kessel offen zu halten oder sich rechtzeitig zurückzudrehen, wir von einem Kessel reden müssen, von einer Größe immerhin vom Wiener Becken. Mhm. Also das ist natürlich die kleinste militärische Lösung dort, aber immerhin, das Wiener Becken ist kein kleiner Kessel. Es gibt nie präzisere Angaben über ukrainische Truppen, aber man kann davon ausgehen, dass es da um 10.000 bis 15.000 ukrainische Soldaten geht. Das ist eine Strategie, diese Territorien zu nehmen, wo man ja die... Die müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht eingekesselt werden. Das ist natürlich der Punkt. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben dort natürlich auch noch immer Zivilbevölkerung drinnen. Wir wissen nicht, wie viel Zivilbevölkerung, das wird weit weniger sein als im Bereich Mariupol, wo man ja durch das hohe Tempo der Einkesselung überrascht wurde und die ganze Evakuierung viel, viel später erfolgt hat oder eingesetzt hat. Außerdem ist Mariupol natürlich die viel größere Stadt gewesen. Aber das ist wirklich der Punkt mit der Gefahr der Einkesselung. Und da geht es eigentlich noch immer um sehr kampfstarke Truppen. Also ein Verlust dieser Truppen wäre für die Ukraine sicher eine sehr starke Katastrophe, weil das natürlich auch moralisch, psychologisch für die Kriegsbereitschaft, Kampfbereitschaft seine Folgen hat. Um zu beleuchten, was bevorstehen könnte, es gibt ja in Militärkreisen den traditionellen Spruch, die russische Armee ist der Sieger der zweiten Halbzeit. Also die erste Halbzeit durch die starre Militärführung gibt es meistens böse Überraschungen. Und dann tritt also die Dampfwalze in Bewegung und löst dann die militärische Aufgabe in der sogenannten zweiten Halbzeit. Das ist eine sicherlich plakative, aber richtige Feststellung. Das sehe ich auch so. Noch dazu, wo man nicht vergessen darf, ja, es kommen westliche Waffen und zwar massiv in die Ukraine. Nur nach Einschätzungen von Militärexperten und zwar
wirklichen Militärexperten, auch amerikanischer Provenienz, ist es so, dass das, was der Westen in einer Woche liefert, die Ukraine in einem Tag verbraucht. Und wir haben sehr viele Beispiele, wo sehr viele westliche Waffen auch in die Hand der Russen gefallen sind, die dann gegen die Ukraine eingesetzt werden. Die Frage ist, wie lang bleiben also auch beispielsweise diese etwa 90 Haubitzen, die aus den USA geliefert wurden, dort kampffähig, weil die werden natürlich auch Kriegsziele sein. Wie viele Waffen kommen nach vor und wie schaut's? Wann wird Putin sagen oder der Kreml sagen, jetzt haben wir unser Minimalziel erreicht und jetzt können wir vielleicht ans Verhandeln gehen? Also ich glaube, beim Verhandeln haben wir zwei Probleme. Nicht nur die Russen, sondern auch die Ukrainer. Da können wir dann später noch drüber kommen. Also eines der Minimalziele jetzt der Russen ist sicherlich, wenn es als Minimalziel ist, die Landkreisgrenzen von Donetsk und Lugansk, also die Oblastgrenzen. Die offiziellen. Die Separatistengebiete waren ja kleiner. Und jetzt die offiziellen beiden Provinzen. Ja, weil auch unter diesen Grenzen völkerrechtlicher Russland die sogenannten Volksrepubliken von Donetsk und Lugansk anerkannt hat. Und das Zweite ist, das ist ganz klar der Landkorridor. Wobei ich auch noch immer sage, ich glaube, dass noch nicht aufgegeben wurde, das Ziel Odessa zu nehmen, beziehungsweise auch eine Landbrücke wirklich nach Moldawien, also nach Transnistrien herzustellen. Man darf nicht vergessen, dort, wo die Russen sind, schaffen sie Fakten. Und das gilt also nicht nur für Donbass, sondern auch für die Territorien Schwarzes Meer und Cherson. Da kriegen wir offenbar auch eine Volksrepublik, unter Anführungszeichen. Ja, wir kriegen nicht nur eine Volksrepublik, sondern man sieht es an verschiedenen Symbolen. Die Symbole der Städte werden geändert. Bässe waren vorhin in Ostukraine, aber da werden einmal die Symbole der Städte geändert. Man geht zu zaristischen Symbolen zurück. Der Rubel wird als Währung. Übrigens liegt dort auch in der Kathedrale der berühmte Herr Potjomkin in Cherson, der Neurussland ja geschaffen hat. Auch den Begriff des Dorfs. Ja, genau. Aber auch natürlich, es wird in Berdjansk der Rubel eingeführt. Also das ist nicht etwas, was offensichtlich Verhandlungsmasse ist, sondern man ist dort hingekommen, Fakten zu schaffen und möglicherweise wirklich auch, und das könnte die nächste Frontlinie sein, im Süden noch stärker anzudrücken, um den gesamten Oblast von Cherson zu nehmen und möglicherweise auch Saporosche. Also das wird man sehen, das wird auch von der Frage abhängen, wie stark kann die Ukraine dagegenhalten, wie viel Waffen kann der Westen effizient hineinliefern und wie weit kann die Ukraine das auch nutzen. Okay. Ich würde da gern vielleicht einhaken. Sie haben über die geänderte Militärstrategie von Russland gesprochen. Meine erste Frage wäre, aus welchen Fehlern hat Russland gelernt? Und die zweite wäre vielleicht ein bisschen näher hinzublicken. In Ihrer letzten Live-Analyse im Ö1-Journal haben Sie gesagt, Ortschaft für Ortschaft fällt. Wie kann man sich denn das vorstellen aus Sicht der Bevölkerung, also Zivilbevölkerung? Was passiert da und können Sie als Kriegsreporter dort eigentlich so genau hinblicken? Ich fange jetzt einmal an mit aus welchen Fehlern man gelernt hat. Also offensichtlich, und das zeigt ja auch das Köpferollen bei sehr vielen hohen Offizieren in der russischen Aufklärung, ist es so gewesen, dass Putin völlig falsch gelegen ist mit der Überlegung, was passiert, wenn wir einmarschieren. Also da muss es wirklich teilweise die Idee des Blumenfeldzugs gegeben haben. 2014 noch diese Wahrnehmung, kein großer Widerstand, Krim überhaupt nicht, Ostukraine enden wollend. Also die völlige Ausblendung dieser Entwicklung der vergangenen 8 Jahre. Denn was man ja erfahren hat, war zweierlei. Erstens, russische Truppen, die von Norden einmarschiert sind Richtung Kiew, hatten Verpflegung und Treibstoff nur für 3 Tage. Und zweitens ist natürlich auch die Militäroperation gescheitert bei der Luftlandung, mit denen man ja in Gostomel landen wollte, um quasi mit Luftlandekräften sofort nach Kiew wirken zu können. Das ist militärisch gescheitert, das andere ist politisch gescheitert und daher hatte man am Anfang diese enorm hohen Verluste. Das hat dann dazu geführt, dass man umgruppiert hat und das darf man auch nicht vergessen, die Russen sind aus den Räumen nördlich von Kiew abgezogen. Also das war keine Rückeroberung, das sollte man auch nicht vergessen, weil das für die gesamte Beurteilung wichtig ist. Und es ist natürlich auch den Russen nicht gelungen, aufgrund dieser Fehleinschätzung unter anderem auch irgendeine damals große Stadt zu nehmen. Nehmen Sie Kharkiv, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, wirklich eine Stadt, wo die Bevölkerung russisch spricht.
nicht. Also auch das ganze Narrativ, die ganze Propaganda, wir befreien die russischsprachige Bevölkerung, war natürlich ein Aberwitz, dadurch, dass man dann gerade die Städte beschossen hat, die massiv darunter gelitten haben. Das ist das eine. Das zweite ist, eigentlich haben wir heute eine Kriegsberichterstattung, wo wir dort nicht hinkommen, nicht einmal wirklich in die Nähe, wo das wirklich passiert. Und zwar, das gilt offensichtlich selbst für diese Sender, die eigentlich für die Ukraine extrem wichtig sind, wie CNN und BBC. Weil selbst bei den Sendern sehe ich eigentlich nur extrem wenig Material, das selbst gedreht ist, direkt von der Frontlinie. Also wir waren am nächsten 2-3 Kilometer direkt von der Nulllinie entfernt, bei verschiedenen Ortschaften. Das war beispielsweise bei Saporoge. Und auch da war es möglich, weil wir mitgefahren sind, weil uns irgendjemand mitgenommen hat. Sonst wären sie sofort runtergestoppt. Aber das, was sie natürlich massiv sehen, ist über die Telegram-Kanäle extrem viel Videoclips aus allen möglichen Seiten. Und da können sie dann sehr wohl analysieren in der Frage auch, was sehen sie nicht. Denn zum Beispiel das, was sie jetzt schon seit vielen Tagen nicht mehr sehen, sind erfolgreiche ukrainische Gegenstöße in der Ostukraine, wo man Panzer zerstört, Truppen zerstört, wo man auch Gefangene nimmt. Dafür sehen wir umgekehrt sehr viele Bilder, Ukrainer zerstören Truppen, zerstören Brücken. Das heißt, zerstörte Brücken sind immer ein Zeichen, dass der Gegner zurück muss. Und den Vormarsch zu verhindern. Sie sehen sehr viele Bilder gefangener ukrainischer Soldaten, auch gefallener ukrainischer Soldaten aus diesen Gebieten. Und sie haben natürlich enorm viele Analysen über den Frontverlauf. Und wenn sie sehen, dass Orte wie Popasne fallen und so weiter, die lange umkämpft sind, wenn sie sich das dann nur auf der Karte anschauen und mit guten Offizieren analysieren, bekommen sie ein sehr gutes Bild von dem, was dort eigentlich wirklich abspielt. Und daher können sie relativ präzise abschätzen, was passiert, was die Bevölkerung betrifft. In vielen dieser Dörfer sind eben wirklich nur mehr die Alten geblieben und die sitzen eben im Luftschutzkeller oder in ihrem Keller im Haus und warten, bis das Schlimmste vorbei ist, in der Hoffnung, dass dann irgendeiner sozusagen das Dorf nimmt, das Dorf aus der direkten Hauptkampflinie herauskommt, damit er dort wieder rausgehen kann. Sie haben es jetzt selbst angesprochen, im Donbass sieht es nicht danach aus, als würde die Ukraine das Gebiet halten können. Das haben ukrainische Offizielle auch in gewissen Interviews auch schon angedeutet. Es ist möglich, dass die Ukraine verliert. Aber was passiert dann? Also gibt die Ukraine das Gebiet her und selbst wenn, würde das die Aggression Moskaus denn überhaupt stoppen können? Also das wirkliche Problem ist, dass ganz im Sinne von General Clausewitz und seinem Buch vom Kriege der Kulminationspunkt des Sieges nicht erreicht ist. Das heißt der Wendepunkt, wo möglicherweise beide Seiten so abgenützt sind, dass sie miteinander verhandeln müssen. Weil das ist ja wirklich ein Abnützungskrieg. Und da gibt es noch ein anderes Problem. Es gibt derzeit keine Perspektive, gerade für die Ukraine eigentlich auf einen ehrenvollen Frieden. Denn wenn Russland die Forderung hat, der Abtretung des Donbass, die Akzeptanz quasi auch der Cherson-Verlustes mit dem Kanal, der die Krim versorgt, unter Krim, das ist etwas, was kein ukrainischer Führer akzeptieren kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir haben eine jüngste Umfrage vom Kiewer Institut für Internationale Soziologie, 82% der gesamten befragten ukrainischen Bevölkerung sind gegen Gebietsabtretungen und Zugeständnisse. Und in den umkämpften Gebieten sind es noch immer fast 70%. Also was soll ein ukrainischer Führer, der jetzt sagt, so und so viele tausende Menschen sind gefallen und wir haben ja keine realistischen Bilder über die wirklichen Opferzahlen der ukrainischen Streitkräfte, der soll jetzt sagen, okay, wir geben Mariupol her, wir geben die Gebiete her. Also das ist extrem schwierig und eigentlich derzeit nicht absehbar. Und der Selenskyj müsste, der jetzt jeden Abend sagt, wir werden alles zurückerobern, müsste ja die Angst oder die Furcht haben, dass er von einer Wutwelle der Bevölkerung überrollt wird, wenn er irgendwo bei Friedenskonferenzen das konzediert. Ja? So habe ich eher das Gefühl, dass es enden wird
wie der Bosnienkrieg, wo du auch zu Hause bist. Es wird an den Frontlinien irgendwann mal stehen bleiben und eine schwerende Wunde in Europa bleiben. Also ich sehe diese Gefahr, denn man muss auch berücksichtigen, die ukrainische Führung hat bisher ihre Bevölkerung nicht darauf vorbereitet, dass es schmerzliche Kompromisse geben muss. Ja. Also das, was ja der Ukraine wirklich gelungen ist durch die Tapferkeit ihrer Soldaten, ist die Sicherung der Existenz eines zumindest ukrainischen Rumpfstaates. Das sollten wir uns im Klaren sein. Genau. Wie der ausschauen wird oder welchen Zugang er wo haben wird, wissen wir nicht. Aber das ist ein Problem. Und das ist natürlich auch etwas, was die ukrainische Führung massiv befürchtet, dass wir sozusagen dann irgendwo einen Waffenstillstand haben und man sagt, okay, Gott sei Dank, jetzt haben wir einen Waffenstillstand und dann kommt die nächste Virusvariante oder irgendwas anderes und es ist sozusagen Minsk 3 und 5 Jahre später oder was kommt die nächste Offensive und das Ganze wird wieder nicht geregelt. Ja. Weil die entscheidende Aufgabe ist die Regelung des völkerrechtlichen Statuses der Ukraine im Rahmen einer europäischen Sicherheitsarchitektur. Das ist ohne Moskau und ohne Russland nicht machbar, aber das bedeutet natürlich auch, dass es extrem schwierig ist, weil es ist nicht nur ein russisch-ukrainischer Konflikt, sondern es ist ein Konflikt geopolitischer Natur zwischen Westen und zwischen den USA und Russland. Das darf man nicht vergessen. Was ist jetzt, wenn beispielsweise in den USA werden Stimmen laut von wegen, die Ukraine muss Gebiete abtreten, Kissinger hat das in Davos gesagt. Ja. Was wird passieren, wenn der Westen die Waffenlieferungen drosselt? Wenn der Westen die Waffenlieferungen drosselt, dann ist das natürlich für die Ukraine ein riesiges Problem. Nur, noch einmal, es gibt für den Krieg, den die Russen am 24. Februar begonnen haben, nicht die geringste Rechtfertigung. Aber bereits nach Minsk 2014 musste jedem verantwortungsvollen ukrainischen Politiker eines klar sein, dass der Westen bereit sein wird, die Ukraine bis zum letzten ukrainische Soldaten zu verteidigen. Mhm. Also die gesamte auch ukrainische Politik seit 2014 hat auf Illusionen aufgebaut, die natürlich teilweise auch durch den Westen genährt worden sind. Weil man ja der Ukraine einerseits gesagt hat, ja, bleibt stark oder sonst irgendwas. Schauen Sie, wann haben die Waffenlieferungen eigentlich überhaupt erst eingesetzt? Natürlich hat man die ukrainische Armee ausgebildet. Aber die wirklichen Waffenlieferungen setzen Mitte Februar ein. Also, und da waren es eigentlich nur die leichteren panzerbrechenden Waffen. Also die westliche Politik gegenüber der Ukraine war völlig indifferent. Kissinger ist eine Stimme, aber noch viel mehr Stimmen gibt es in den USA, jetzt erst richtig Gas zu geben. Ja? Stimmt, ja. Und die Gefahr ist, und die NATO wird damit sich selbst beschäftigen müssen, die USA zu bremsen. Die sind im Jagdfieber und machen aus der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Ja, das ist kein Verteidigungskrieg der Ukraine mehr, sondern ein Stellvertreterkrieg. Die Stimmen vom Verteidigungsminister zum Beispiel, man muss Russland schwächen, damit es nie mehr seine Nachbarn bedrohen kann. Da wird die NATO langsam sich überlegen müssen, ob sie diese Verantwortung als Bündnis übernimmt. Darf ich dazu was sagen? Gut, weil, na, das ist ein entscheidender Punkt. Bitte. Ich meine, wir führen leider auch in den westlichen Medien ganz generell eine viel zu sehr westeuropäisch, westlich zentrierte Debatte. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einer globalisierten Welt und das russische Narrativ, wenn Sie sich auch das Abstimmungsverhalten in der UNO anschauen, zwar Verurteilung der Aggression, aber das betrifft kaum Lateinamerika-Staaten, es betrifft nicht Indien, es betrifft nicht China, es betrifft wenige Staaten in Afrika. Also man darf nicht vergessen, all das, was du gesagt hast, spielt natürlich auch dem russischen Narrativ in die Hände, dass er nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Das ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA auf ukrainischem Territorium. Und das ist eigentlich ein riesiges Problem, weil es natürlich auch in den USA zwar Stimmen der Vernunft gibt, die sagen, ist es für uns wirklich interessant, Russland völlig zum chinesischen Juniorpartner zu machen. Mhm. Aber wenn Biden auch erzählt, die eigentliche Auseinandersetzung wird dann zwischen den USA und China stattfinden, stellt sich die Frage, okay, welche Rolle spielt dann möglicherweise ein so geschwächtes Russland? Ich wundere mich. Auch innerhalb von der Europäischen Union wird das ja auch immer mehr unterschiedlich gesehen. Also wenn wir zurückblicken
an den Beginn des Krieges, vor 3 Monaten, gab es noch eine gewisse Einigkeit. Jetzt schert man mehr aus bei zum Beispiel der Frage von Ölembargo in Ungarn. Sehen Sie das langfristig innerhalb der Union zum Problem, dass man das in baltischen Staaten, osteuropäischen Staaten anders sieht als zum Beispiel in Frankreich und Deutschland? Die Kriegsziele. Also ich habe versucht, ukrainischen Politikern, sofern wir gesprochen haben, beizubringen, dass sie noch 4 bis 5 Monate haben. Mhm. Und dann wird die Solidarität enden. Mhm. Und die Solidarität wird aus dem simplen Grund enden, weil das Bild zwischen ukrainischen SUVs vor 5-Sterne-Hotels in Wien und die Wahrnehmung, dass ich mir möglicherweise meine Gasrechnung nicht mehr zahlen kann und dass die Lebensmittelpreise massiv steigen und dass die Ukraine gerne hätte, dass wir den Krieg mit pro Monat mit 5 Milliarden Dollar finanzieren, das macht 60 Milliarden Dollar im Jahr. Man möge schauen, wie groß beispielsweise Budgets österreichischer Städte sind, nur mal relativ zu haben, was das heißt, dass das Dinge sind, wo die Bevölkerung nicht mehr mitgehen wird. Und das sehe ich für das entscheidende Problem. Denn diese Solidarität wird drastisch bröckeln, wenn die innenpolitischen Probleme der betroffenen Länder immer größer werden. Noch dazu, wenn es keinerlei Friedensperspektive gibt. Und dann wird irgendwann die Bereitschaft sehr viel geringer werden, einen Krieg mitzufinanzieren. In Österreich sind wir, glaube ich, an dem Punkt nicht, aber in Ungarn wird es zumindest politisch geschürt. Nein, aber in Österreich, ich sage Ihnen, ich will mich in die österreichische Debatte nicht einmischen, ich sage Ihnen nur, das, was ich so mitkriege, auch in den Fragestellungen und so weiter, spielt sehr wohl eine Rolle, die Frage, wie wird die, darum habe ich ja gesagt, 4 bis 5 Monate warten Sie auf den Winter und wir werden uns anschauen, wie die Debatten dann in Österreich laufen. So, wir machen jetzt eine kurze Werbepause. Meine Damen und Herren, bleiben Sie bitte dran, es wird noch spannend. Zurück im Club 3, lieber Kollege Werschitz, wir haben in den letzten Tagen vernommen, dass Putin offenbar auch den Hunger zur Waffe macht. Die Statistiken zeigen, dass die Ukraine 400 Millionen Menschen in der Welt ernährt. Wie soll das enden, das Ganze? Offenbar in einer Hungerkatastrophe, in der dritten Welt vor allem, und dort löst sie dann politische Konflikte aus. Das ist natürlich ein Problem, man darf auch nicht vergessen, einer der größten Agrarexporteure ist auch Russland. Durch steigende Preise, nehme ich einmal an, ohne jetzt genaue Zahlen zu haben, profitiert natürlich auch Russland durch die entsprechenden Einnahmen. Aber damit Sie die Dimensionen sehen, im Vorjahr hat die Ukraine etwa landwirtschaftliche Produkte in folgendem Ausmaß exportiert. 70 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten und Sonnenblumenkerne und so weiter und etwa 7 bis 8 Millionen Tonnen, dann noch Öle, also Speiseöle, Sonnenblumenöl und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind bei etwa 6 bis 7 Millionen Tonnen pro Monat Export. 98% dieser Exporte sind über die Häfen gelaufen. Im März dieses Jahres lag die Exportquote der Ukraine bei 500.000 Tonnen und im April bei etwa 1,2 Millionen Tonnen. Das heißt, wir sind bei einem Fünftel bis einem Sechstel. Es gibt also, weil eben die Häfen blockiert sind. Jetzt gibt es natürlich alle möglichen Überlegungen und Versuche, das zu substituieren. Eine völlige Substituierung wird nicht möglich sein. Das ist auszuschließen, solange Odessa nicht offen ist. Aber es gibt natürlich Versuche, das zu substituieren. Aber hier stößt man teilweise eben auf massive bürokratische Probleme, administrative und technische Probleme. Nicht nur in der Ukraine, sondern leider auch in Ländern der Europäischen Union und Nachbarstaaten der EU. Nur mal eine kurze Zwischenfrage. Wie kann denn überhaupt noch was exportiert werden? So ganz simpel gefragt, genau. An welchen Punkten kriegt man das Getreide eigentlich aus dem Land? Habe ich etwas aus der UNO gehört vorgestern. Die Überlegung, die Belarus von gewissen Sanktionen auszunehmen, damit über dort, über den Schienenweg, das Getreide nach Klaipeda transportiert werden kann. Es ist ja die Breitspur bis nach Klaipeda. Das wäre
theoretisch jetzt der einfachste Weg. Mhm. Und also wie funktioniert es jetzt? Das ist ein Punkt, also nach Memel, nämlich das ehemalige Memel, damit man weiß, wo das liegt ungefähr, im Baltikum. Wobei man aber bei all diesen Dingen zwei Sachen schauen muss. Erst einmal die Frage, wo wird jetzt oder wie wird jetzt exportiert? Mhm. Eine Möglichkeit ist über die Donauhäfen. Da gibt es drei Donauhäfen der Ukraine. Das ist, die zwei größten sind Rini und Izmail. Da gibt es aber das Problem einerseits der tatsächlichen Kapazitäten dieser Häfen. Und das zweite und dritte Problem ist natürlich auch ein administratives und ein technisches, um Ihnen ein Beispiel zu geben. Diese Häfen waren ja nicht darauf ausgelegt, enorme Mengen zu exportieren. Jetzt, ich war bei dem Hafen und wie ich dort war, habe ich mir gedacht, ich bin also dort mit dem Bild hingekommen, ich werde dort einen Bienenstock sehen, der arbeitet und so weiter. Von den 6 Kranen hat einer gearbeitet. Nicht? Mit dem LKW-Fahrer, wie ich dort war, habe ich mich unterhalten, der hat gesagt, der hat also Sonnenblumenkerne geladen gehabt. Da habe ich gesagt, wie lange stehst du schon? Da habe ich gesagt, 2 Tage. Da habe ich gesagt, wie lange wirst du noch stehen? Da habe ich gesagt, ich rechne mit insgesamt 6 Tagen. Aber weil wir keine haben Schiffe kommen. Oder? Nein, nicht nur, weil keine Schiffe kommen, sondern man darf nicht vergessen, du hast ja auch veterinärmedizinische Anforderungen. Mhm. Jetzt ist aber das Laboratorium, das untersucht, die Proben werden im Hafen genommen, aber das Labor ist in Odessa. Mhm. Jetzt brauchst du aber, damit du vom Izmail nach Odessa fährst, und ich weiß, wovon ich rede, nicht nur wegen der Straßensperren, sondern auch wegen der Ausgangssperre am Abend, brauchst du einen Tag. Dann brauchst du 2 Tage, bis das untersucht ist, dann kommt wieder zurück, wenn sie die Papiere ausgestellt werden. Dann gab es bei dem sogenannten Sulina-Kanal, das ist die Mündung der Donau ins Schwarze Meer, das ist eigentlich rumänisch massive Staus, weil das nicht gescheit organisiert war mit den Schiffen, die hin und her fahren konnten. Und du hast natürlich noch ein Problem, das Ganze soll ja dann über den Hafen Konstanza ausgeliefert werden, nur der Hafen Konstanza hat jetzt die Kapazitäten. Nur im Sommer, wenn dort die Rumänen, die Serben und alle anderen auch ihre Getreide ausliefern werden über diesen Hafen, wird das ein Problem für die Ukraine sein. Das ist das eine. Das zweite Problem ist natürlich die Eisenbahn. Das ist Problem Umstellung Breitspur, Schmalspur. Da gibt es aber nicht nur das weißrussische Modell als Möglichkeit, sondern es gibt aus sowjetischer Zeit eine Eisenbahnverbindung mit Breitspur bis nach Katowice. Das ist, weil dort auch. Wegen der russischen Truppen. Weniger der Truppen, aber wegen der Eisenverarbeitung in Katowice. Ja. Und dort kann ich auch Getreide hinliefern. Mhm. Das Getreide, und dort habe ich den Vorteil, dass ich das Getreide über ein Terminal abwickeln kann und nicht sozusagen direkt praktisch mit Maschinen umladen muss. Mhm. Das Problem war nur bis vor einer Woche, was mir gesagt wurde, dort habe ich nur 2 Leute, die Veterinärinspektionen machen. Das heißt, ich habe auch keinen Schichtbetrieb, der rund um die Uhr geht, sondern pro Mann werden halt pro Tag 35 Waggons abgefertigt. Dann habe ich das dritte Problem, was die Eisenbahn betrifft. Ich habe eigentlich zu wenig Kapazitäten in den Waggons, sagen wir ukrainische Bauern, weil natürlich niemand auf derartige Exportmengen eingestellt war, die ich exportieren müsste. Dann kommt natürlich die Spurumstellung als ein Problem dazu. Und was ich offensichtlich habe, was wir so massiv gesehen haben, wir haben so also LKW-Stau gesehen, die enorm sind. Das ist natürlich schon in der Ukraine mal ein Problem, kriegen die genügend Treibstoff nur durch die Einschränkungen. Mhm. Aber ich habe also sehr viele Klagen gelesen von Bauern aus der Ukraine, die sagen, die verlangen jetzt plötzlich an der polnischen oder rumänischen Grenze nur ein Formular, was vor 3 Wochen nicht verlangt haben. Nicht? Und so weiter und so fort. Also hier kommt auch noch diese ganze EU-Bürokratie oder Bürokratie dieser Länder dazu, die das Problem auch noch nicht einfacher macht. Und was hat das für Folgen für die ukrainischen Landwirte, Bauern? Sie haben gesagt, Sie sind in einer WhatsApp-Gruppe mit vielen von Ihnen. Was schreiben die? Worüber tauschen die sich aus? Was hören Sie da? Einerseits werden Ladekapazitäten gesucht, dann wird natürlich die Möglichkeit gesucht, kann man irgendwo was verkaufen? Was kann man verkaufen? Zu welchem Preis? Denn das Problem für die Ukraine selbst ist, dass sich natürlich im Land genügend, also in der Ukraine droht keine Hungersnot, weil die Ukraine hat nur so viel Silokapazitäten mit Getreide, abgesehen jetzt von dem, was die Russen illegal ausgeführt haben, nicht aus diesen besetzten Gebieten,
dass die Ukraine keine Hungersnot droht. Das Problem der Ukraine ist, wenn die dieses Getreide nicht ausführen können, wo können sie dann das Getreide hintun, das sie jetzt gesät haben? Also wenn sie das ernten, wo bringen sie die Ernten unter? Nicht? Weil man davon ausgeht, dass also vielleicht bei 15, 20% weniger Anbaufläche jetzt angebaut werden kann. Dann haben die natürlich ein Problem, haben sie genügend Diesel für die Traktoren, für die ganzen Maschinen? Zahlt es sich überhaupt anzubauen, wenn ich das Risiko habe, dass ich nicht weiß, ob ich es absetzen kann? Nicht? Wir haben natürlich auch Probleme mit verminten Feldern, mit auch nicht explodierten Sprengstoffen, die dort herumliegen. Da ist es teilweise so, dass der Bauer, der Großbauer, setzt seine Drohne ein, schaut, wo das ist, die gehen das Feld ab und dann holen sie den Entminungsdienst. Wir reden ja von enormen Landflächen, die es dort gibt. Also und das macht 40% des Bruttoinlandsprodukts der Ukraine, waren Landwirtschaftsexporte. Die vielleicht wirklich zum letzten Punkt zu dem Thema. Sie haben angesprochen, Hunger als Waffe. Ist es realistisch, dass man hier einknickt, politisch die Sanktionen zu lockern, um diese Exporte freizugeben, oder absolut undenkbar? Also ich bin nicht in telefonischer Verbindung mit dem deutschen Bundeskanzler, mit dem französischen Präsidenten oder mit irgendjemandem. Wir sollten uns noch auch überlegen, teilweise, die Frage ist ja auch, was haben diese Sanktionen teilweise wirklich gebracht? Das bringen. Die Frage ist nur, also um ein Beispiel zu bringen. Serbien war 10 Jahre unter Sanktionen und ist erst am Schluss einigermaßen eingeknickt. Das dauert. Und die Frage ist natürlich, was hilft es der Ukraine? Das hilft also dem, der in der Ukraine sitzt und an der Front steht oder die Probleme hat, nichts. Aber es soll Russland dazu bringen, es nie mehr wieder zu tun. Gut, ja, das ist natürlich die Frage, ob ich das ich bin kein Gegner der Sanktionen, nur dass das klar ist. Nur die Frage ist eben, wo könnte ich selektiv etwas ändern, um sozusagen der Ukraine zu helfen, exportieren zu können, ohne dass ich die Grundlinie ändere. Dazu muss ich halt wirklich auch gescheit die ganze Sanktionspolitik analysieren. Denn ich habe zum Beispiel gehört, das konnte ich nicht nachrecherchieren, dass zum Beispiel große Düngemittelanbieter russischer Provenienz unter Sanktionen stehen und daher beispielsweise nicht nach Afrika liefern können. Nicht? Da ist auch die Frage, denken wir an das Beispiel Deripaska mit Aluminiumpreisentwicklung. Habe ich überall wirklich die sinnvollen Sanktionen getroffen, die tatsächlich wehtun? Denn das, was man doch mit Verlaub wirklich sich fragen muss, wir hatten 2014 die Annexion der Krim, den Krieg in der Ostukraine. Wir haben seit damals weitergeliefert, alle Mikrochips, damit die Russen ihre Waffen ausstatten können, ihre Hochpräzisionswaffen. Und die Deutschen haben die Gasspeicher offensichtlich nach der Annexion der Krim an die Russen verkauft. Also ich meine, wir müssen uns schon ein bisschen an der Nase nehmen, was haben wir in der Politik falsch gemacht. Ja, natürlich. Das stimmt natürlich. Ja. Und jetzt bedarf es eines gewissen Einfallsreichtums, um Auswege zu finden, Umwege zu finden, etc. etc. Gott sei Dank muss ich nicht entscheiden. Ja. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, den ganzen Komplex der Kriegsverbrechen, den haben wir noch ausgelassen. Sie waren ja auch an den Städten, wo Grausamkeiten angerichtet worden sind etc. Gibt es eine Möglichkeit der Aufarbeitung? Ist das irgendwie in einem logistischen Rahmen? Passiert das oder kann während einer Kriegshandlung überhaupt eine Aufarbeitung passieren? Natürlich kann eine Aufarbeitung passieren. Also ich glaube, das, was ganz entscheidend ist, ist wirklich die internationale Komponente. Denn nur wenn sie dort wirklich internationale Experten haben, wo eben es extrem schwer ist, denen vorzuwerfen, sie seien parteiisch, werde ich mit dem Narrativ dort ist nichts passiert und so weiter und so fort, das ist alles ukrainische Propaganda, werde ich nie entkräften können voll. Denn Sie brauchen sich nur ein viel simpleres Beispiel nehmen. Nehmen Sie den Abschuss der malaysischen Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine 2014. Das ist zum Religionskrieg geworden. Mhm. Und also selbst wenn Putin morgen anerkennen würde, wir waren, es gäbe noch auf Facebook genügend Leute, die sagen, der hat das tun müssen, das ist alles erlogen und so weiter. Aber es geht, glaube ich, schon sehr wohl um die Darstellung, welche Zahlen haben wir tatsächlich, in welchem Ausmaß hat es wo Kriegsverbrechen gegeben, und dann natürlich auch zu schauen,
was waren jetzt sozusagen wirklich Gräber, die ich angelegt habe, weil ich eben Leute begraben musste. Das hat auch die ukrainische Generalstaatsanwältin gesagt, weil ich die nicht auf der Straße liegen habe lassen können. Also denn, bei allem Vorwurf, schauen Sie, ich bin in Ländern, arbeite nach wie vor in Ländern, wo wir 15 Jahre oder 16 Jahre sagen mussten, der mutmaßliche Kriegsverbrecher Radovan Karadzic und Ratko Mladic, also für die bosnischen Serben. Und ich bin der Meinung, dass wir diese innere Distanz wahren müssen, um eben nicht auch uns irgendwie parteiisch zu machen und den Blick auf die richtige Dimension zu finden. Das, was ich befürchte, ist ganz einfach. Sie können dort aufarbeiten, was Sie wollen. Wir haben es mit einer Supermacht zu tun, die Atomwaffen hat. Wenn Sie sich anschauen, wie schwierig es war, überhaupt Leute, Serbien dazu zu bringen, dass die den mutmaßlichen Kriegsverbrecher ausgeliefert haben. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine großen Hoffnungen machen, dass es dort wirklich etwas passieren wird. Und was uns das trotzdem nicht verhindern darf, ist, wir müssen irgendwie, ich glaube, der Westen muss mit Russland reden. Weil der Konflikt wird nicht von selbst verschwinden. Wir haben jetzt viele Metaebenen diskutiert. Ja. Vielleicht nehmen Sie uns mal mit in Ihren Reporteralltag. Wie kann man sich Ihren Reporteralltag vorstellen? Woraus besteht Ihr Team? Wie viele Menschen? Infrastrukturell, wie arbeiten Sie vor Ort? Also wir sind an sich direkt vor Ort zu dritt. Das ist der Kameramann, der auch die Beiträge herrichtet, damit sie dann geschnitten werden können. Der Fahrer und der Produzent. Der Fahrer und der Produzent hat eine ganz entscheidende Rolle, weil es einerseits um die Frage geht, kann man dorthin fahren oder wie weit kann man dorthin fahren? Und das Zweite ist, wir leben in einer Zeit, wo wir froh sind, 10 Liter Benzin oder 10 Liter zu bekommen. Gott sei Dank haben wir ein Hybridauto, das also mit Gas und Benzin fährt und Gas kriegt man teilweise leichter. Wir haben auch teilweise schon mehr Technik und mehr Benzinkanister im Kofferraum als gewohnt, damit man wirklich fahren kann. Schauen Sie, seit 16. Februar sind wir 44.000 Kilometer in der Ukraine gefahren. Das heißt, wir haben die Erde mehr als einmal umrundet. Also und das brauchen sie auch den Treibstoff, damit sie fahren können. Das Internet funktioniert Gott sei Dank sehr gut, weil die Russen den Cyberwar nicht gewonnen haben, sondern sich hier die Ukraine dank auch des Herrn Musk wirklich behaupten konnte mit Starlink. Das heißt, wir haben eigentlich überall Überspielungsmöglichkeiten, trotz aller Cyberangriffe. Für uns ist das eigentlich eine Planung, wo kommen wir hin, was ist möglicherweise wirklich interessant. Wir sind zum Beispiel jetzt einmal noch nach Tschernobyl gefahren, um uns dort wirklich anzuschauen, was ist dort passiert, wie weit schaut es mit den Messstationen aus, wie weit kann man das messen und so weiter. Das müssen sie dann vororganisieren. Da haben wir meine Sekretärin ist also seit fast 2 Jahren in Karenz, weil sie auf Mutterschaftsurlaub ist. Die arbeitet sozusagen vom Homeoffice aus, aber die hilft uns bei der ganzen Organisation von diesen Dingen. Teilweise setzen wir natürlich sehr stark auf Kontakte, die wir selbst knüpfen können. Und da bist du einfach, teilweise ist es eine Zufallsbekanntschaft, teilweise sagt der eine, ich kenne den und den und den, magst du nicht den anrufen. Und dann kommst du auf diese Ebenen. Wir planen jetzt zum Beispiel ein Interview mit dem Leiter der Militärchirurgie in der Ukraine. Den habe ich kennengelernt, weil ich mich noch an die Kinderserie Kasper erinnere. Weil wir sind beim Rausfahren aus Kramatorsk, also in der Ostukraine, stehen geblieben, ziehen unsere Splitterschutzwesten aus und da kommt plötzlich ein Rettungsauto daher. Das war irgendein deutsches Geschenk und da war draußen so dieser Geist Kasper. Und ich fange mit dem Fahrer zum Reden an und sage, ich kenne den ja von meiner Kinderserie und von meinen Kindern. Und da kommt der Chirurg, der hinten drin war, sind wir mit dem zum Reden gekommen, haben mit dem ein Interview gemacht und sind in Kontakt geblieben. Also weil die Ärzte, die Sanitäter sind in vielen, die stillen Helden dieses Krieges. Ne? Das gilt in der Ukraine das Kriegsrecht. Das heißt, die Berichterstattung ist ja auch bis zu einem gewissen Grad eingeschränkt. Ein bisschen zu einem sehr gewissen Grad eingeschränkt. Wie sehr trifft denn Sie das? Schauen Sie, es trifft uns einerseits, dass wir
dort nicht, dass wir sehr oft dort nicht hinkommen, wo wir eigentlich hinwollen, und auch in die Nähe nicht hinkommen. Zweitens gibt es immer massive Einschränkungen mit der Frage, was darf ich filmen, was darf ich nicht filmen. Also zuerst wird es überhaupt geheißen, ich darf nicht einmal irgendein zerstörtes Haus mehr filmen, weil das sozusagen schon gegen diese Regeln verstößt. Und dann kommst aber in irgendein Oblast, wo der sagt, pass auf, wir geben dir die Möglichkeit, morgen fährst ins Leichenschauhaus und dann fährst ins Militärspital und kannst das drehen, was du eigentlich nach all diesen Dingen nicht dürftest. Oder du kommst mit einer NGO zum Reden, der sagt, ich versorge pro Tag 6.000 Soldaten mit warmen Mahlzeiten, magst mitfahren in die Nähe der Frontlinie, wir liefern das aus. Mhm. Das nutzt du dann natürlich, aber das macht das natürlich sehr problematisch. Das, was der große Unterschied zu 2014 und 2015 ist, und das ist die wirklich massive Schwäche, ist, du kannst nicht mehr auf die andere Seite. Mhm. 2014, 2015 gab es klare Regelungen, wie du die Kontrollposten passieren konntest. Mhm. Und du konntest am Höhepunkt des Beschusses und der Kämpfe von Mariupol nach Donetsk fahren. Das ist heute nicht mehr möglich und das ist natürlich eine massive Einschränkung, weil gerade die Russifizierung der Gebiete dort, wie schaut es jetzt wirklich aus, wäre hochinteressant. Ja. Einerseits haben die Russen dort offensichtlich massiv dicht gemacht. Das, was ich sehe an Journalisten, die dort sind, das ist wirklich Propaganda. Das heißt, auf der anderen Seite, von der anderen Seite her, gibt es auch keinen internationalen Medienzugang. Es gibt internationale Medien, die dort hinkommen, aber das sind natürlich all diese, das ist der Antispiegel zum Beispiel, das ist wirklich pro-russisch festgelegt bis in die Knochen. Also das ist große Propaganda. Also. Ja, und du hast aber auch das Problem, wenn du nicht die Frontlinie passieren kannst und du würdest über Russland einreisen, begehst du aus ukrainischer Sicht eine Grenzverletzung, du musst illegal einreisen. Ja. Und das Problem ist dann auch wieder, wenn ich dorthin käme, hätten wir die Ukrainer wieder zurücklassen. Also dürfte ich dann aus Kiew weiter berichten und kriege nicht 3 Jahre Aufenthaltsverbot. Aber die nur in Russland stationiert sind, oder gibt es keine mehr? Das ist natürlich sehr stark zurückgegangen. Aber es ist natürlich ein Problem. Wir sehen ja, dass bei den sogenannten Embedded Journalists, den eingebetteten Journalisten, die als Kriegsreporter für die also russischer Seite arbeiten, das ist wirklich reine Propaganda. Also wir siegen und die haben natürlich fantastisches Bildmaterial. Mhm. Aber da hast du natürlich keine objektive Darstellung von irgendwelchen. Was macht man daraus? Ja. Am besten den Ton abschalten. Ja, aus dem hast du natürlich das Problem, die Frage, wie entwickelt sich die Lage in Berdjansk, aus Asowsches Meer, Schwarzes Meer. Wie entwickelt sich jetzt die Lage in Cherson und so weiter? Es war natürlich hochinteressant, aber wenn ich dort nicht hinkomme und wenn ich dort auch nicht unabhängiger müssen, einigermaßen arbeiten kann, zahlt sich das Risiko nicht aus, dorthin zu. Haben Sie Kontakt zu Leuten, die dort sind wenigstens? Also geht das? Das geht teilweise, aber extrem sehr schwer, weil natürlich das Internet abgeschalten worden ist, die russischen, die ukrainischen Provider sind liquidiert worden. Also du kannst höchstens nur irgendwo über Telegram versuchen, kann ich mit dem nur irgendwo reden oder kriege ich irgendwo möglicherweise da noch irgendeine Art E-Mail-Verbindung zusammen. Aber, und dann hat natürlich der Krieg auch sehr viele Kontakte zerstört. Schauen Sie, ich habe in Mariupol Bekannte gehabt, von denen weiß ich eigentlich seit 25. Februar nicht mehr, was ist mit denen los. Ich habe nach wie vor Bekannte in Donetsk, aber die trauen sich nicht schreiben, nicht einmal über Signal, weil die ja nicht wissen, was passiert mit mir, wenn der wirklich Kontakt aufnimmt oder sonst irgendwas. Also, aber damit muss ich leben, mit den Einschränkungen. Ist die Bevölkerung in der Ukraine eigentlich, also gibt es da auch eine gewisse Spaltung mittlerweile? Merkt man eine Kriegsmüdigkeit? Merkt man irgendwie auch Kritik an dem, was der Präsident macht? Nein, eigentlich nicht. Also der Präsident hat zumindest sehr stark an Statur gewonnen. Die Frage, ob es eine Kriegsmüdigkeit gibt, kann ich natürlich nur punktuell beantworten. Aber derzeit habe ich eher den Eindruck, dass die Erwartungshaltung nach wie vor besteht, wir werden es gewinnen. Mhm. Was ich für eine sehr gefährliche Erwartungshaltung halte, weil das jeden Kompromiss und jeden Rückschlag natürlich noch mehr erschwert zu verkraften, sollte das jetzt wirklich mit dem entweder Kessel oder wirklich Donetsk oder Lugansk, die Oblast, verloren gehen. Aber das sehe ich eigentlich nicht, sondern man hat schon den Eindruck, die Welt steht auf unserer Seite. Nein? Und wir haben uns gehalten. Also insofern habe ich nicht den Eindruck, dass da Kriegsmüdigkeit besteht. Aber das, was sehr stark natürlich sichtbar ist, ist die massive Erbitterung. Mhm. Aber was wir auch in der Ukraine feststellen müssen, wir hatten ja etwa 8 Millionen Binnenvertriebene. Also das ist ja noch viel mehr als die Flüchtlinge, die auseinandergegangen sind.
Und da merkst du, dass teilweise Leute versuchen zurückzukehren, auch nach Odessa und andere, oder Kharkiv und so weiter. Mhm. Aber nicht, weil die glauben, dass dort sicher ist. Natürlich ist es sicherer geworden, aber weil es einfach kein Geld mehr hat. Wir machen jetzt wieder eine kurze Werbepause. Bleiben Sie bitte dran. Und ich werde danach den Christian Werschütz fragen, wie können wir Österreicher den Ukrainern am besten helfen? Was sollten wir in die Ukraine liefern? Typ 3. Wie ich vorhin gesagt habe, möchte ich den Christian Werschütz fragen, wie können wir Österreicher den Ukrainern am besten helfen? Die Menschen wollen helfen. Was sollte man am besten in die Ukraine liefern? Ich glaube, dass man weggehen sollte gut gemeint und dann einfach nur agieren. Was will ich damit sagen? Wir brauchen keine Lebensmittel dorthin schicken und wir brauchen auch kein Gewand dorthin schicken. Man sollte mehrere Punkte sehen. Erstens, wir haben natürlich Gruppen, die spezifische Medikamente brauchen. Das fängt an bei Diabetikern, Rheumatikern, geht hin über AIDS bis zu auch wirklich psychisch Kranken, die wirklich Probleme haben, derartige Medikamente zu bekommen. Also da ist es sicherlich gescheit, mit den Spitälern zu reden, zu schauen, welche Listen und so weiter es gibt. Aber die brauchen möglicherweise nicht nur Medikamente, sondern was sie zum Beispiel auch brauchen, ist den Kühlschrank, um die Medikamente lagern zu können. Wir haben zum Beispiel, wenn ich mehrere Flüchtlingslager oder Camps in der Ostukraine besucht habe und ich war dort in einem Studentenheim, habe ich gefragt, was braucht ihr eigentlich wirklich am dringendsten? Das, was die am dringendsten gebraucht haben, waren zum Beispiel Waschmaschinen, Waschpulver und Kühlschränke. Jetzt habe ich die dann dort gefragt, habt ihr keine Waschmaschinen? Und keine Kühlschränke, und ich gesagt, nein, wir haben schon, aber wir haben kein Budgetposten im Gemeindebudget, um sozusagen dort Kühlschränke oder Waschmaschinen zu kaufen. Nicht? Wir waren zum Beispiel Mittag in Kharkiv, dort unterstützt die lokale Caritas, die Caritas in Österreich, aber die unterstützt die lokale Caritas mit Geldspenden, weil die Caritas dort vor Ort alles zusammenkauft, was du irgendwie zusammenkaufen kannst, um gerade auch die lokale Wirtschaft zu stärken. Das Rote Kreuz unterstützt in Uschgorod ein Projekt für die Aufstellung von Waschsalons, damit die Leute dort hinkommen können und die Wäsche waschen können. Es gibt nur genügend Waren innerhalb des Landes, die zu kaufen sind. Ich sehe kein Problem mit der Warenversorgung. Das ist jetzt vielleicht, je weiter du nach Osten kommst, schwieriger. Aber das Problem ist nicht, dass ich dort Spaghetti oder Pampers oder sonst irgendwas hinliefere oder Windeln, weil die können die teilweise auch selber erzeugen. Und ich habe nirgends gesehen, dass es Engpässe gegeben hätte bei Warentransferen. Aber ich muss ja auch davon ausgehen, dass natürlich viele Eisenbahnverbindungen von der Westukraine nach Osten natürlich aufgrund der Militärtransporte von den Russen zerschossen werden. Also ist es leichter, ich schicke nach Kharkiv oder in derartige Gebiete ein Geld über ein Konto, das die runternehmen können, die kaufen damit Sachen, also ich schicke irgendeine Waschmaschine dorthin oder ähnliches. Je nachdem, also da ist es sehr wichtig, hier in diese Richtung zu gehen. Das ist der eine Punkt. Aber worauf ich ganz besonders hinweisen möchte, ist, dass man vielleicht ein bisschen auch über den Krieg an sich hinausdenkt. Wir werden Hunderte, wenn nicht Tausende von Soldaten und jungen Männern haben, vor allem, die Kriegsinvalide sind. Und wir sollten uns sehr genau anschauen, wie gut ist die Ukraine bei Fragen der Reha, wie gut ist die Ukraine auch bei Fragen der modernen Prothesen. Also ich glaube, da wäre ein Schwerpunkt durchaus sinnvoll. Teilweise hat man das auch angefangen, denn wenn wir heute Leute haben, die 30, 35 oder 25 sind und der hat ein Bein verloren, einen Arm verloren und wir haben also gerade an der Frontlinie, sagen wir Ärzte, das, was dort gemacht wird, ist Amputation, Amputation und noch einmal Amputation. Also wenn wir diese Leute irgendwie in einen Lebens- und Arbeitsprozess zurückbringen, dann ist das wahrscheinlich das Sinnvolle, sich zu überlegen, haben die genügend moderne Prothesen, gibt es da Rehabilitation, weil dann können wir hier verhindern, dass diese Menschen
zwischen 30 bis 40 Jahre keine Perspektive mehr für irgendein einigermaßen normales Leben haben. Also ich halte das für extrem wichtig. Das gehört natürlich auch für zivile Fälle oder zivile Opfer, aber da sollte man sich sehr bewusst sein, was das für das Land bedeuten kann. Sie sind jetzt in wenigen Tagen, glaube ich, wieder zurück im Einsatz. Worüber wir bisher noch nicht gesprochen haben, ist die Lage in der Hauptstadt, aber auch im Westen des Landes. Wie groß ist das Sicherheitsrisiko dort? Wie groß ist die Dichte an Journalisten, Journalistinnen vor Ort in diesen Gebieten? Also das von Lemberg kann ich Ihnen das nicht sagen. Das weiß ich im Moment nicht, weil ich eben nicht dort war und auch nicht geschaut habe, wie viele dort noch da sind. Natürlich aus den Nachbarstaaten, also ich gehe mal davon aus, aus Polen wird dort natürlich etwas Größeres dort sein. Ich kann Ihnen sagen, dass wir in Kiew natürlich sehr viele Teams haben, also CNN, die Deutschen sind wieder da, die während des ersten Tage des Beschusses ja nicht dort waren. Die BBC ist dort und so weiter und so fort. Wir haben Al Jazeera, wir haben alles Mögliche in Kiew. In Kiew hat sich auch das Leben im Vergleich zu diesen Tagen vom 24. Februar bis Ende März deutlich normalisiert. Also die Oper hat wieder offen, die Geschäfte haben wieder offen, viel mehr, es haben Restaurants geöffnet. Das große Problem ist die Spritversorgung natürlich. Das ist eines der massiven Probleme, die sie dort haben. Und man darf auch nicht vergessen, ganz generell, wenn Sie in einer Stadt leben, die ein potenzielles Ziel von Raketen oder Angriffen oder Artilleriebeschuss ist, also im Vergleich beim Bereich Kiew ist es natürlich der Raketenbeschuss, ist es immer nicht ungefährlich. Das gilt auch für Lemberg und die Westukraine, weil dort ja die russische Seite bestrebt ist, massiv den Nachschub, die Nachschublinien für die Streitkräfte zu zerstören. Aber Lemberg, Tschernowitz, diese Gebiete waren eigentlich nie als Städte wirklich bewusste Zielsetzungen, sondern da hat man halt versucht, die Nachschublinien massiv zu treffen. Natürlich muss man leider sagen, die Russen waren in ihrer Zielauswahl in sehr vielen Städten überhaupt nicht wählerisch. Das sieht man in Kharkiv, wo man wirklich, oder in Mariupol, nicht, wo man wirklich von Terrorbombardement sprechen muss, weil es gibt keinen Grund, das Zentrum von Kharkiv zu bombardieren oder ähnliches. Aber eine Restgefahr bleibt immer. Wenn Sie in einer Stadt fahren oder in einer Stadt sind, die von Artillerie beschossen werden, können Sie immer zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sein. Was mir seit Beginn des Krieges durch den Kopf gegangen ist, heute nicht mehr, weil feststeht, dass es offenbar Putin gelungen ist, unwillentlich die ukrainische Nation des 21. Jahrhunderts zu schaffen, die es vorher vielleicht so nicht gegeben hat. Ich habe mir zu Beginn des Krieges gedacht, ob in der sogenannten die sogenannten ukrainischen Ukrainer nicht ein gewisses Misstrauen gehabt haben über die Loyalität der russisch sprechenden Ukrainer. Und wie war das in der Armee und dürfte jetzt nicht mehr in der Armee bestehen sein? Also schon 2014 haben viele Kämpfer und viele Soldaten, die eigentlich Russisch als Muttersprache haben, gekämpft. Und in den Armeeeinheiten habe ich das nie als Problem gesehen. Mhm. Das, was aber das Faszinierende ist, dass Putin wirklich so wie Napoleon, Weiland vor 200 Jahren natürlich eigentlich jemand ist, der die ukrainische Nationsbildung massiv beschleunigt hat. Ja. Und das sehe ich aber nicht nur jetzt in dieser Frage des Kampfes, sondern wenn Sie zum Beispiel in Kharkiv mit der Zivilbevölkerung reden, die ja wirklich russisch reden. Russische Stadt. Da ist die Sowjetrepublik Russland gegründet worden. Und war die erste Hauptstadt. Ja, ne? Ja. Also da siehst du ganz klar eine massive Ablehnung. Und was auch interessant ist, ich merke bei Bekannten, die eigentlich Russisch als Muttersprache haben, dass die sich abkehren von der russischen Sprache, der redet jetzt ukrainisch. Oder er versucht, ukrainisch zu reden, wie weit er das heute zusammenbringt oder nicht. Aber das ist auch eine bewusste Abkehr, eine Hinwendung zur ukrainischen Sprache ist feststellbar. Warum? Ist offenbar Freiheit und Demokratie doch ein Wert, der das beschleunigt?
ich weiß nicht, ob ich glaube nicht, dass das mit Freiheit und Demokratie sondern damit zu tun hat, dass man sagt, die Russen beschießen uns, wir sprechen nicht mehr die Sprache der Aggressoren. Ja, und man muss ja auch. Vor dem Beschuss? Hat er Russisch geredet. Aber das heißt, nur russischsprachig heißt ja nicht, dass man sympathisiert mit Russland. Ja, ja. Das ist ja nicht gleich zu setzen. Also das wird oft in der Diskussion. Das ist vorher auch nicht so gewesen. Also muss ich jetzt kurz einwerfen. Da hat sie völlig recht, die Kollegin, weil das ist der große Unterschied zum Balkan. Ja. Wenn du in Bosnien sagst, du sprichst Serbisch, Kroatisch oder Bosniakisch oder Bosnisch, dann ist das eine politische Festlegung. Aber in der Ukraine war die Sache, meine Muttersprache ist Russisch, nie eine politische Festlegung, mit Ausnahme halt der Partei von Medvedchuk und Ähnlichen. Okay. Naja, aber ja. das war ein Minderheitenprogramm. Mhm. Und in Kiew spricht die Verkäuferin auch heute noch oft Russisch, weil es einfach ihre Muttersprache ist. Aber das war nie eine Festlegung. Auch in Kharkiv sprechen die alle Russisch. Oder wir waren in Kryvyi Rih, dem mittlerweile Zentrum der Eisenerzproduktion in der Südukraine. Ich habe mit dem Bürgermeister oder dem Leiter der Militäradministration Russisch geredet, genauso wie in Dnipro. Aber das sind hundertprozentige Verteidiger der Ukraine. Aber trotzdem sehe ich im Bekanntenkreis die Abkehr von der russischen Sprache unter dem Argument, ich spreche nicht mehr die Sprache des Besatzers. Und das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel in Kiew Straßennamen jetzt geändert werden. Das ist dann wieder der Auswuchs auf der anderen Seite. Also wenn dann plötzlich der Tolstoi Boulevard nicht mehr so heißen darf, gell? Natürlich wird hier oft das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil natürlich die Verzahnung klar ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, das, was also hier passiert, sind natürlich Verstärkungen von Nationsbildungsprozessen, die völlig legitim sind. Und es muss uns ganz klar sein, dass das, was der Bevölkerung dort passiert ist, dazu führt, dass man sagt, das, was Russisch oder teilweise auch noch sowjetisch war, wird beseitigt, logischerweise. Ne? Eine Frage müssen wir noch behandeln, schon allein, um sie zu dementieren. Nazi-Faktor in der Ukraine. Also, ich würde es so sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Es gibt gar keine Frage, dass das Azov-Bataillon eine Ansammlung von Neonazis ist. Da gibt es nicht den geringsten Zweifel, da brauchen Sie sich nur die ganzen Tätowierungen anschauen, die man ja auch genüsslich hergezeigt hat. Als sich die gestellt haben, die Kämpfer vom Azov und Kriegsgefangene wurden also wirklich vom Hakenkreuz bis zu allen anderen möglichen Elementen. Und ich habe mit diesem Azov-Bataillon schon 2014 meine Erfahrungen in Mariupol gemacht. Und das war in der Stadt kein Bataillon. Keine populäre Einheit. Was natürlich nicht die Schlussfolgerung sein kann, eine ganze Regierung. Also ein ganzes Land so dazu. Ich habe gerade gesagt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja. Aber trotzdem, und auf der anderen Seite darf ich auch nicht sagen, nur weil die gegen den Putin kämpfen, kann es ja nicht exkulpieren. Also das habe ich auch miterlebt. Das war jetzt so, die sind gegen den Putin und daher lassen wir das alles so unter den Tisch fallen. Und ich habe von dem Bataillon auch sehr negative Informationen von Zivilbevölkerung gehabt. Ab 2014, 2015 und so weiter. Aber das russische Narrativ, das ist ein Neonazi-Staat oder sonst irgendwas, ist natürlich absurd und völlig von der Hand zu weisen. Sie brauchen sich ja nur die Wahlergebnisse anschauen. Derartige Parteien haben 2-3% erreicht. Der Präsident selber ist jüdischer Abstammung. Wir haben in ganz Odessa, in Dnipro, eine sehr starke jüdische Gemeinde, die kämpft für die Ukraine und so weiter und so fort. Also all diese Dinge sind einfach absurd. Ich meine, das wäre ungefähr so, wenn sie in Österreich sagen, wenn es der Putin sagen würde, wir müssen in Österreich befreien, weil es gibt 3% Monarchisten. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja nur 1%. Aber ich meine, also das ist einfach etwas, was man vom Narrativ nicht akzeptieren kann und zurückweisen muss. Aber deswegen kann man auch das Bataillon Azov nicht exkulpieren. Und auf russischer Seite gibt es auch genügend Kämpfer, die eine durchaus rechtsextreme Ideologie haben. Mehr als in der Ukraine. Ja. Anzunehmen. Ja. Haben Sie eigentlich auch Informationen aus Russland? Also wie bewerten Sie die Lage dort? Weil ich hab jetzt gelesen, dass sich zum Beispiel die von der Rosgvardia, das ist die Nationalgarde, dass sich da wirklich Dutzende Leute geweigert haben, in den Krieg zu ziehen. Also es gibt Brandanschläge auf die Einberufungsbehörden. Also
passiert da auch irgendwas oder sind das nur so kleine Ausläufer in Ihren Augen? Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, nur man muss im Klaren sein, wir haben natürlich, der Abnutzungskrieg trifft natürlich auch die russische Seite massiv. Mhm. Und diese ganzen hohen Opferzahlen und all diese Dinge haben natürlich auch beispielsweise da, bei der versuchten Querung vom Severodonetsk-Fluss haben natürlich hier massive Wirkungen auch gehabt. Also hier habe ich natürlich auch eine Auszehrung. Das ist ganz klar. Und die Frage ist, im größere Kriegsziele als das, was er sich jetzt gesteckt hat, wird er ohne Generalmobilmachung mit aller Einschätzung nicht erreichen können. Wir haben aber in der, und interessant ist zum Beispiel in dieser Kritik auch, ich habe ihn selbst mehr als 2-3 Mal interviewt, der Strelkov, also der Girkin, der ja von Juni 2014 in Donetsk war und eigentlich die russischen Einheiten dort geführt hat, der hat ja auch massiv Russland kritisiert und die russische Führung kritisiert für das Versagen militärisch gesehen in der Ostukraine und bei der Ukraine-Operation insgesamt. Nur das, was Sie nicht vergessen dürfen, ist, diese Kritik gibt es natürlich aber auch von der anderen Seite, die sagen, wir müssen der Ukraine den Krieg erklären, wir müssen für radikaler vorgehen. Also das ist ja nicht nur eine Kritik, ich würde sagen, die Kritik, die ich sehe, ist geringer in diese Richtung, wir sollen Frieden schließen, sondern das geht möglicherweise viel stärker in die Frage, wir müssen dort erst recht reinhauen. Ne? Und noch brutaler werden. Und natürlich spielt die Korruption auch in Russland eine Rolle, dass man versucht, sich zu drücken vom Wehrdienst. Dann ist auch die Frage, welche Ausbildung kriegen die jetzt eingezogen werden oder eingezogen werden sollen. Weil ja, wenn ich heute ein Reservist bin und ich habe 20 Jahre keine Waffen in der Hand gehabt und die werden jetzt einzogen, dann ist das etwas Besonderes. Und vielleicht kann ich noch einen Satz sagen. Die Natur dieses Krieges ist etwas ganz anderes. Ich meine, Sie wissen, ich bin Milizoffizier und ich habe eine Einstellung, dass man sein Vaterland verteidigen muss. Aber das, was sich dort abspielt, hat, und ich habe nie wirklich vieles Heroisches im Krieg gesehen. Aber das, was sich dort abspielt, ist Schlechterei. Und zwar, warum ist er Schlechterei? Weil die Drohne die Aufklärung macht und die Artillerie schießt zusammen und das, was noch übrig ist, ist vielleicht dann noch der Gefechtsverlauf. Also, wir bilden ja in Wirklichkeit den Krieg nicht ab, weder im ORF noch in den anderen Medien. Weil das, was ich auf Telegram sehe, was ich Ihnen auch nachher sagen kann, was Artillerie anrichtet, wo nichts übrig bleibt, außer wie bei einem Spanferkel, das völlig verbrannt ist, weil ich es nicht vom Grill runtergenommen habe. Also verstehen Sie, das ist, was Sie da sehen, die Leute stehen in den Laufgräben, die sind nicht wirklich gedeckt, die Drohne klärt das auf und dann hat es die Artillerie dort eine und das, was übrig bleibt, ist nicht mehr zum Anschauen oder zu erkennen. Also das ist ja etwas, was ganz, ganz fürchterlich für die Soldaten sind, die dort sind, und wir haben auf beiden Seiten leider jetzt in der Ostukraine oder tatsächlich jetzt in der Ostukraine viel mehr Territorialeinheiten, die sagen, wir sind bereit zu verteidigen, aber wir können nicht verteidigen, weil wir keine Waffen, keine Ausrüstung und keine Schutzmechanismen haben. Stichwort Waffenlieferungen. Verstehen Sie die Zögerlichkeit, die aus Deutschland kam? Und wie haben Sie die Diskussion darüber in der Ukraine wahrgenommen? Also, ich verstehe die Debatte darüber, aus der Überlegung heraus, dass sie bei gewissen Waffensystemen sehr wohl sie überlegen müssen, bringt es was, wenn ich ein derartiges Gerät liefere, das so komplex ist, dass ich nicht weiß, wie lange die Ausbildungszeit dauert. Die Umstellung vom M60 auf den Leopard 2 im österreichischen Bundesheer bei der Panzerwaffe hat 2 Jahre gedauert. Weil sie müssen ja die Ersatzteile, die Logistik und alles Weitere mitliefern. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das, was geliefert werden kann, soll geliefert werden, weil es geht darum, die Existenz der Ukraine als Staat zu sichern. Wir dürfen nicht vergessen, darum geht es in letzter Konsequenz. Wie die Grenzen ausschauen werden, wissen wir nicht. Aber wenn schon dieser Angriffskrieg geführt wurde, sollte man dem Land helfen, sich verteidigen zu können. Mitten in der Diskussion müssen wir jetzt Schluss machen. Das zeigt, dass wir noch lange und dass das Thema uns noch lange beschäftigen wird. Wir danken für die Informationen aus erster Hand und bis zum nächsten Club 3.